Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play A New Beginning. Nachdem in der letzten Episode der Sabotageakt auf die Bohrinsel seinen quasi finalen Höhepunkt erreicht hat, durch ich festgestellt habe, dass ich anscheinend irgendwie manipuliert worden bin. Wer es nicht versteht, schaut sich einfach die vorherige Episode an. Jetzt heißt es mal, aus dem Trümmern der Bohrinsel zu entkommen. Schlimmeres passiert. Das übernehmen wir mit Faye. Ich höre ein Rauschen. Das ist das aufsteigende Wasser. Oh je. Können wir nicht die Luke öffnen und nach oben schwimmen? Bei all den offenen Stromkabeln und Chemikalien? Um Himmels Willen, nein. Ist ein Argument. Alles in Ordnung bei dir? Ja, das Klima macht mir etwas zu schaffen, aber darum sind wir ja hier, damit es nicht noch schlimmer wird. Es ist schön, ihn dabei zu haben. Mhm. So stirbt man wenigstens nicht alleine, stimmt's? Ein Haufen Müll. Den wir jetzt erkimmeln werden. Bent, kannst du mir helfen? Komme schon. Ach komm schon, das ist unter Mount Everest. Oh Gott, seien Sie bitte vorsichtig. Das sieht gefährlich aus. Ja, ja, keine Angst. Berühmte letzte Worte. Ein Aktenschrank. Öffnen und die offenen Schubladen als Sprossen verwenden. Sag ich doch. Stehen Sie stabil? Der Schrank tut es jedenfalls nicht. Es geht schon. Und jetzt fällt alles runter auf Bent und erschlägt ihn. Das wäre wirklich traurig. Ja genau, spielen wir Darts an oder wie? Wo ist denn der Kabel? Ich hoffe, sie stehen nicht unter Strom. Bevor wir jetzt Darts anspielen, schauen wir uns mal um, was wir mit der Bewegung erreichen wollen. Eine lange Eisenstange. Mhm. Der Schrank hängt gefährlich nah an der Kante. Das tut er. Bent, was ist das für ein Gerät? Das ist der Heizungsregler. Er reguliert die heiße Flüssigkeit in den Leitungen. Okay. Heiß. Was ist das für ein Schalter? Der ist für den Strom. Ja, aber wie war ein schlechter Spruch. Das ist unser Ziel. Mhm. Also los, Jane. Schwing die Hacke. Sind Sie völlig übergeschnappt? Sie hätten abstürzen können. Alles in Ordnung. Das mache ich jeden Tag. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Viel zu heiß. Erst verbrenne ich mich, dann stürze ich ab. Mimimi. Die Stange könnte mich bewegen. Was haben Sie jetzt schon wieder vor? Moment. So, Sie kommen da jetzt sofort runter und lassen mich das machen. Oh, vertrau mir doch einfach mal. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Hören Sie, ich habe genug von Ihren... Und hör endlich auf, mich zu siezen. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Mann! Hey, sind Sie denn mit unterschlagen? Das ist doch nur was. Kannst du das Gerät neben dir ausstellen? Sie wollen, dass ich die Heizung runterdrehe? Nein. Du willst, dass ich die Heizung runterdrehe. Du. Ha, Sie spinnen doch. Also gut. Du spinnst doch. Jetzt stimmt's. So, die Heizung ist aus. Dass ihr das so wichtig ist, unglaublich. So, der Strom ist aus. Du kannst jetzt über das Geländer nach oben klettern. Oh. Ich klettere schon mal vor. Wir treffen uns dann oben wieder. Alles klar. Also, es klingt so flüssig, muss ich sagen. Und da ist der Bastard. Geben Sie auf, Dr. Svensson. Ich bin zwar der Lakai eines skrupellosen Energiemoguls, aber Sie sind kein James Bond. Kommen Sie da raus, aber brechen Sie sich bitte nichts. Wo ist mein Sohn? Dr. Svensson 2 residiert angeschossen und flennt unten bei der toten Miss Hinrichs. Ich lasse Sie gern zu ihm, aber vorher überreichen Sie mir die Alge.
Ich versichere Ihnen, sie wird sich ganz ausgezeichnet in der Orchideensammlung meines Klienten machen. Waren Sie schon mal in Brasilien? Scheren Sie sich zum Teufel! Wir werden ja sehen, wer zuerst da ist. Leben Sie wohl, Mr. Bent. Duwe? Verschwinde hier! Hau ab! Ich komme runter. Oh, mein Rücken. Bent? Wo bist du? Hier oben. Ich bin hier oben gelandet. Kümmere du dich um meinen Sohn. Ich suche einen Weg, wie wir hier wieder rauskommen. Verstanden. Ich glaube, da ging es mal zum Zuchtlabor. Ja, wundervoll. Eine Stange. Ich habe genug von Maschinen, ganz besonders von Generatoren. Bent wird schon wissen, was er damit macht. Ja, ein Glück, dass wir das nicht wieder machen müssen. Das wäre nur schief gegangen. Bent, können wir vielleicht über die Algenfarm entkommen? Vielleicht. Ich arbeite gerade dran. Hätte ich Bent nicht hierher gebracht, wäre Lissa noch am Leben. Willst du sie ja noch durchsuchen, oder was? Ich nehme ihren Schal mit, aber sonst möchte ich sie nicht durchsuchen. Was ist mit Duwe los? Er hat sich beim Sturz das Bein gebrochen. Ach, toll. Hallo, Duwe. Ich bin hier, um dir zu helfen. Na dann, willkommen in der Hölle. Oh Gott. Ist ja Drama Queen. Hast du dich verletzt? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Tut das weh? Ja! Ja, Gottverdammt, ja! Dann ist es gebrochen. Bleib hier ruhig sitzen. Ich flick dich schon irgendwie wieder zusammen. Warum? Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, wir wurden von der Bohrinsel abgekoppelt. In wenigen Minuten werden wir vom Tiefendruck zerquetscht und ertrinken. Ob Schmerzen im Bein oder nicht, ich bin eh gleich tot. Hey, wir kommen hier schon wieder raus. Keine Angst. Motivation, Junge. Das Zauberwort ist Motivation. Na gut, wirkt keine Wunder, aber besser als jetzt gleich den Kopf in den Sand zu stecken. Bent wird uns retten. Glaub mir. Wieso lachst du? Er kann es einfach nicht lassen, was? Hey, Bent! Schlechte Nachrichten! Die Welt ist ein Jammertal. Und deine Alge wird nichts mehr daran ändern. Doch, das wird sie. Ich komme aus der Zukunft. Ich weiß das. Sie sagt die Wahrheit. Klar! Gott, bitte, Conny, ihm nicht einfach eine schmieren. Das hat der Bus so nötig. Wie konntest du diesem Mann nur helfen? Das spielt doch alles keine Rolle mehr. Lissa ist tot. Und wir stehen in der Schlange gleich hinter ihr. Wir werden nicht sterben. Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich habe einen Fehler begangen und werde jetzt dafür bezahlen. Ich werde mich um dich kümmern. Ja, wie lustig. Okay, doch wenigstens Galgenhumor. Oh nein, ernsthaft. Bis jetzt im Spiel, wenn ich irgendwie gewollt angedroht habe oder antun wollte, war das nur ein Scherz. Vielleicht ein makaberer Scherz, aber es war ein Scherz. Aber ihm möchte ich jetzt wirklich eine Ohrfeige verpassen. Und leider konnte ich das nicht. Und oh, schon wieder. Gut, ruhig bleiben. Ruhig. Gut, ich bin ruhig. Und jetzt verprügeln wir ihn mit der Stange. Um sein Bein zu schienen, muss ich die Stange erst irgendwie festbinden. Ach, nicht festbinden, verprügeln. Verprügeln. Hört sich zwar ähnlich an, wird aber anders geschrieben. Na Gott, heute, was ist mit mir los? Momentan gibt's nur schlechte Witze von mir. Ach. Mit dem Schal kann ich die Stange irgendwo festbinden. Aber was dann? Damit schiene mir jetzt ein blödes Bein. So, da wäre ich wieder. Duwe, Faye, ich glaube, ich hab's. Ich habe die Schläuche so umgesteckt, dass das H2 zurück in die Algenfarm gepumpt wird. Ich verstehe gerade gar nichts. H2 ist leichter als Luft und viel leichter als Wasser. Oh, bravo, Bent. Jugend forscht im Angesicht des Todes. Deine Studenten wären begeistert. Hört zu, ich habe uns gerade einen Fahrstuhl gebaut. Das Gas wird die Algenfarm nach oben treiben. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist durch die Schleuse in die Farm zu klettern, bevor sie sich abkoppelt. Ich schaff das nicht so schnell. Ich habe ein gebrochenes Bein vergessen. So, und da kommt jetzt die gute Faye ins Spiel und schient dein Bein. Halt still. Gleich sind wir hier raus. Okay, das ist genauso gut wie Ohrfeigen.
sind sie es mit Fernu tatsächlich entkommen. Eigentlich müssten wir sie jetzt ein T-Shirt drucken lassen. Ich habe die Bohrinsel überlebt. Scheiße, da geht's ja noch weiter mit den Explosionen. Zurück. Ben Svensson ist tot. Fickt euch, jetzt haben wir es richtig auf. Wir holen uns die Alge zurück, treten dem Bösen in den Arsch und retten die Zukunft. Ja. Und das Meeting kriegen wir auch. Vielleicht. Mal schauen. Ben ist doch ziemlich alt. Für Fee, glaube ich, schon zu alt. Obwohl, vielleicht steht sie auf alte Männer. Na, schauen wir mal. Oder. Au. Oh nein, schon wieder kaputt. Bend. Bend, aufwachen. Wir sind da. Was ist los? Sind wir schon da? Das sagte ich doch gerade. So, jetzt raus aus dem Auto. Wir haben ein Problem. Augie hat die Autoschlüssel stecken lassen. Nimm sie mit und komm endlich. Schlechte Nachrichten. Wir sitzen fest, mein Funkgerät spinnt und Simon sagt, dass... Halt, halt, halt. Moment. Erstmal alles der Reihe nach. Simon sagt. Oh, genau. Wir spielen jetzt eine Runde. Simon sagt. Simon sagt, mach einen Handstand. Nein? Okay. Simon sagt, nö, das würde jetzt langsam in eine Richtung gehen, die das Ganze nicht mehr, weil die meine Jugendfreigabe, weil mich meine Jugendfreigabe kosten könnte. Also, spielen wir brav und gesittet weiter. Wo zum Geier sind wir hier? Wir sind im brasilianischen Dschungel. 2 Meilen vom Indus-Kraftwerk entfernt. Ja, ja, das weiß ich doch, aber... Sie sind auf dem Weg zum Kraftwerk? Warum? Wollen Sie die Explosion verhindern? Sie mit einer Explosion rächen? Die Alge zuholen? Meinst du wirklich, die Alge ist beim Kraftwerk? Ich bin doch auch nicht schlauer als du. Ich weiß nur, dieser schreckliche Mann hat etwas von Brasilien gesagt. Und das Kraftwerk ist Indes Zentrale in Brasilien. Wenn sie nicht hier ist, wo dann? Klingt logisch. Okay, gut, das habe ich jetzt nicht mitgedacht. Wann sagtest du, wird das Kraftwerk explodieren? Ungefähr eine Woche nach der Konferenz. Heute? Ja, am 27. März. Das ist heute. Sag es ruhig. Wir sind nicht nur wegen der Alge hier. Nein, wir müssen auch das Unglück verhindern. Und da lasst ihr mich so lange schlafen? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wunderbar. Das heißt, wir müssen die Alge rausholen, den Mord an unserer Freundin rächen, also an einer Freundin von uns rächen, dem Bösewicht generell das Handwerk legen, die Explosion eines Kraftwerks zerstören, die Welt retten, inklusive der Zukunft. Puh, das ist eine lange To-Do-Liste für heute. Gibt es Neuigkeiten von Salvador? Ja, er ist hier, beim Kraftwerk. Du hast ihn gesprochen? Nein, nur geortet. Er... Was? Ach, nichts. Wunderbar, und Mister, ja, Leute müssen nun mal sterben bei dieser Mission, ist auch vor Ort und wird auch noch für Probleme sorgen. Das kann ja nur in die Hose gehen. Machst du dir Sorgen um Salvador? Sorgen? Ja, Ben,
Weißt du, was ein Prädestinationsparadoxon ist? Oh, das hat wieder was mit Zeitreisen zu tun, richtig? Ja. Ich habe Angst, dass unsere Beteiligung erst zum Unglück führen wird. Salvador will das Kraftwerk abschalten. Aber vielleicht läuft gerade deswegen erst etwas schief. Puh, dann steht Salvador finden also auch auf unserer To-Do-Liste. Ja, ganz oben. Hm. Vielen Dank, Bent. Da musste ich diesen Punkt nicht extra erwähnen. Aber... oh, shit. Faye hat damit echt einen guten Punkt getroffen. Das würde bedeuten, hätte es diese Zeitreise niemals gegeben, also zumindest das ist mal ihre Theorie, die sie gerade ausgesprochen hat, hätte sie, oder zumindest ihre Crew, diese Zeitreise nie durchgeführt, um die Zukunft zu retten, wäre die Zukunft nicht so, wäre es nicht nötig gewesen, die Zukunft zu retten, dass zu all dem nie gekommen wäre. Dann ist doch die Zeitreise... oh Gott, wenn das wirklich stimmt, dann ist diese ganze Zeitreise-Geschichte ja schon fast so cool wie diese ganze Zeitreise und ja, was wäre wenn Dingsbums wie in Soul Reaver, also der Soul Reaver-Reihe, falls das überhaupt jemand kennt. Das war auch ein verflucht cooles Spiel. Obwohl sie da einen neuen Schwierigkeitsgrad ausgetestet haben. Den wir drehen die Kamera so scheiße, dass man nichts mehr sieht, Schwierigkeitsgrad. Aber egal, bleiben wir jetzt bei diesem Spiel. Ich will dich was anderes fragen. Frag ruhig. Wer ist Simon, genau? Wer ist Simon? Simon ist der Barkeeper. Der Barkeeper? Wir sind an einer Bar? Das ist der letzte Stopp vor dem Kraftwerk. Die Straße endet hier. Es sind doch nur noch 2 Meilen, dann gehen wir eben zu Fuß. Nein, das ist zu gefährlich, meint auch Simon. Ich hab's schon versucht. Um Himmels Willen, keine Alleingänge. Wir finden schon einen Weg. Wie lange habe ich geschlafen? Die ganze Fahrt. Vom Heliport bis hierher. Wie ein kleines Baby. Lass das. Du bist doch nicht meine Mutter. Aber du könntest mein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater sein. Selbst wenn, dann hätten sich meine Gene bis zu deiner Geburt so sehr verwässert, dass wir nichts mehr gemeinsam hätten. Stimmt. Ich brauche weniger Schlaf und ich schnarche nicht. Eigentlich müsste es, könnte es umgekehrt sein. Na plötzlich, stimmt. Stimmt, er könnte ihr Verwandter sein, also ihr Vorfahre sein. Wo sind Oggi und Duwe? Sie stellen ihre eigenen Nachforschungen an. Herrje, wenn du es mir nicht verraten willst, dann finde ich es eben selbst heraus. Du findest sie in der Bar. Die beiden saufen sich nieder, aber nicht wirklich. Wo zum Gott? Wir sind im brasilianischen Dschungel. 2 Meilen... Ja, das war... ich will... sag mir einfach, was ich machen soll. Du musst einen Weg finden, wie wir zum Kraftwerk kommen. Ich werde inzwischen versuchen, Salvador zu kontaktieren. Alles klar. Wir werden das Kind schon schaukeln. Wie du meinst. Bis später. Na, wunderbar. Da schauen wir... ich bin jetzt versucht, einmal mit Simon zu reden. Und zu hören, was Simon sagt. Gut, der war jetzt doch gut, oder? Na? Nicht. Aber ich denke, wir werden mal zuerst noch unseren beiden Chaoten sehen. Psst. Ich und Duwe, wir haben einen Plan. Jetzt kommt's. Wir saufen den Wachmann unter den Tisch. Und klauen dann seine Sachen. Gentlemen. Nächste Runde. Freiwillige vor. Ich bin dran. Oh, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Also gut. Welche Farbe? Pik. Richtig. endlich. Trinken. Ich würde ja gerne. Aber ich fürchte, das Bier ist alle. Brillanter Plan. Wenn wir doch nur neues Bier hätten. Das glaube ich jetzt nicht. Die beiden Schwachpfosten sind besoffen und schwafeln davon, den Wachmann abzufüllen. Warum nicht niederschlagen? Sie sind in der Mehrzahl. Na gut, er ist du wirst verletzt. Oggi ist wahrscheinlich ein Weichei. Ihr spielt ein Trinkspiel? Ja. Willst du mitmachen? Ich will, dass ihr nüchtern werdet und helft. Wir helfen doch, wir helfen. Guck,
Benicio zieht eine Karte und wir erraten die Farbe. Haben wir recht, trinkt er. Und hat er genug getrunken, klauen wir seine Sachen. Ganz einfach. Ach, wundervoll. Wie läuft der Plan? Wir haben kein Bier mehr. Aber wie steht's? Fischers Fritze fischt frische Fische. Frisches Fisch, frische Fisch. Bring uns mehr Bier und wir machen ihn fertig. Das geht sowas von in die Hose. In dem Zustand kommst du nicht weit. Wieso? Wohin will ich denn? Du wolltest mit zum Kraftwerk und eine Reportage über uns schreiben. Ach, erzählt mir doch einfach, was passiert ist. Wenn wir dann noch leben. Ich weiß schon, warum ich mich betrinke. Okay, das ist auch ein Argument. Sind alle deine Reportagen aus zweiter Hand? Nicht alle. Vieles kommt direkt von mir. Du denkst dir deine Stories aus. Wieso überrascht mich das nicht? Hey, ich kann die Wahrheit nicht verkaufen, wenn die Verpackung nicht stimmt. Da wird schon mal aus einer ollen Oma eine heiße Blondine oder aus einem Mönch ein Mörder. Und aus zwei besoffenen Taugenichtsen? Clever und smart. Na toll. Kannst du mir Geld leihen? Wieso ausgerechnet ich? Weil du am Heliport als einziger gewechselt hast. Ah, Mist, erwischt. Hier, nimm. Aber sparsam damit umgehen, ja? Danke. Ich tu mir das nicht länger an. Wir haben Geld. Wie viel? Sind wir reich? Können wir es absetzen? Es ist nicht viel. Sollte aber erstmal reichen. Toll. Ein Sicherheitsmann von Indes. Er sieht eigentlich harmlos aus, wenn da nicht dieses Blitzen in seinen Augen wäre. Ein Hoch auf Ben Svensson. Ein Hoch auf mi... Wer ist Ben Svensson? Ein durchgeknallter Wissenschaftler und Ökoterrorist. Hätte mich fast arbeitslos gemacht. What? Der Spinner. Vier teilen und aufhängen, das ist meine Meinung. Nicht nur deine, Lars. Nicht nur deine. Was kann ich für Sie tun, Fremder? Ja, was? Erzählen Sie mal ein bisschen über uns. Erzählen Sie mir von diesem Svensson. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Zerzaustes, graues Haar, Schnauzbart. Läuft ständig im Laborküttel rum. Redet wirr. Eigentlich eine ziemliche Witzfigur. Was macht ihn dann so gefährlich? Stellte sich heraus, dass er Frankenstein mit Sumpfgras spielt. Wollte damit den Energiemarkt übernehmen und Indes aus dem Geschäft kicken. Fieser Typ. Er hat auch einen Sohn. Duwe. Der ist mal richtig gefährlich. Duwe. Nie gehört. Netter Versuch, Duwe. Vielleicht ist Ben Svensson gar nicht so schlimm. Lassen Sie sich von seinem Äußeren bloß nicht täuschen. Er ist ein Energieimperialist der allermiesesten Sorte. Vielleicht ist seine Energie ja besser für die Welt als die von Indes Industries. Reine Imperialistenpropaganda. Ich sage Ihnen, diese selbsternannten Weltverbesserer wollen uns nur den Markt kaputt machen. Wenn es nach denen ginge, gäbe es auch keine Privatmilizen mehr. Und dann wäre ich wirklich arbeitslos. Richtig, Ben Svensson ist tot. Das Thema ist gegessen. Sie wirken nicht so betrunken wie die anderen. Glück. Reines Glück. Die anderen müssen raten, welche Farbe ich hochhalte. Bisher lagen sie aber nur in einem von vier Fällen richtig. Klarer Fall. Fortuna ist auf meiner Seite. Und sie hat Statistik studiert. Ich hasse Statistik. Oder besser gesagt, vertraue niemals einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ich glaube in diesem Fall auch, dass der Typ seine Ergebnisse gefälscht hat. Ich glaube, er hat ihnen nie die Karten gezeigt. Sie spielen ja gar nicht. Nein, ich sehe mir nur meine Karten an. Das Bier ist aus und ohne Bier spielen wir nicht. Gut so, ihr habt schon genug getrunken. Die schon, aber ich nicht. Wir kriegen dich noch. Wart's nur ab. Wie denn ohne Bier? Arbeiten Sie für das Kraftwerk? Hier arbeiten alle für das Kraftwerk. Ich hatte Nachtschicht am Osttor und will endlich zurück zu den Baracken und schlafen. Aber? Aber unser Boot ist komplett zusammengebrochen und der Mechaniker kommt und kommt nicht. Wäre ja alles nicht schlimm, wenn meine Freizeit dabei nicht flöten ginge. Du sitzt jetzt mit zwei besoffenen Vollpfosten am Tisch und spielst Trinkspiele. Ich bin Mechaniker. Sie sind kein Mechaniker.
Sie sind Wissenschaftler. Mechaniker tragen entweder einen öligen Overall oder werfen mit Rohrzangen um sich. Sie haben ja Vorstellungen. Sie haben mich doch auch sofort als brutalen Elitesoldaten erkannt. Es ist die richtige Ausrüstung, die zählt. So schaust du aber nicht aus. Ist der Fluss der einzige Zugang zum Kraftwerk? Es gibt noch einen Heliport. Aber der ist nur für Geschäftspartner und Indes selbst. Und der Landweg? Ist vermint. Vermint? Wer Erfolg hat, hat auch Feinde. Und wer dann obendrein noch schlau ist, engagiert Sicherheitsexperten wie mich. Vermint unter Privatarmee? Hallo? Geht's noch? Indes hat eine Privatarmee. Ja, die beste der besten. Und auch die teuerste. Ich hoffe, es bleibt noch genug Geld für die Reaktorsicherheit. Warum? Wir sind die Reaktorsicherheit. Wir sorgen dafür, dass kein Öko-Fundamentalist ins Kraftwerk kommt und Mist baut. Ökologie ist also schlimmer als Radioaktivität? Sie klingen jetzt wie einer von denen. Immer alles ausdiskutieren wollen. Ich mache doch nur meinen Job. Viel Vergnügen noch. Werden wir haben. Mal schauen, ob es uns das so nicht mal zu sagen hat. Guck mal, Bent, ich hab mich betrunken. Wir sind mitten im brasilianischen Dschungel vor dem Indes-Kraftwerk und dein Sohn betrinkt sich mit den Wachen. Toll, was? Nein, das ist ganz und gar nicht toll. Ich bin aber, nicht hier, um dich anzumotzen. Sondern? Ja, hast du gut gemacht, Kleiner, ganz gut. Es, Dove, es tut mir leid. Ich, war kein sehr guter Vater. Und, ich habe Riesenmist gebaut. Naja. Dann trink mal ruhig weiter. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ben? Hm? Lass uns erst die Welt retten und dann unsere Beziehung in Ordnung bringen. Ich habe den Kleinkram gerne vom Tisch, bevor es ans Eingemachte geht. Ja, auf jeden Fall. Pass okay. Auf dich auf, Dube. Du auch. Und trink nicht so viel, hörst du? Oh, jetzt hast du den schönen Abschied kaputt gemacht. Ich sag ja nur. Gut, Dube, der war gut. Das muss man dir jetzt zugestehen. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, für heute reicht's mal wieder. Beim nächsten Mal werden wir sehen, was Simon sagt. Und dann kümmern wir uns um den Schlüssel und das Boot. Und dazu werden wir einfach zu einem mit Schraubenziehen umswerfenden, mit Rohrzangen umswerfenden Mechaniker. Ja, genau. Jetzt schau nicht so, Bent. Das machen wir. Gut, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und wir hören uns. Tschüss.